Philipp Klewin ist hier, einer unserer Neuzugänge, unser neuer Torwart. Und wir sind, wie ihr merkt, im Gegensatz zu den letzten Interviews einmal umgezogen. Liegt am norddeutschen Wetter. Philipp, wie hast du denn das norddeutsche Wetter bisher kennengelernt? Ich wohne gerade mitten in der Stadt in einem Airbnb, kurze Geschichte dazu. Direkt unterm Dach das Schlafzimmer und ich habe noch nie ein solches Gewitter wie heute Nacht erlebt. In fast 30 Jahren. Also, das ist schon eine Nummer hier. Aber ansonsten doch auch meistens ganz schön, oder? Ja. Du hast noch nicht die richtigen Strandtage erlebt, weil du zu viel, genau, auf dem Fußballplatz stehst. Ganz genau. Ja. Das kommt ja noch. Genau, ich denke auch in der Vorbereitung ist das ja auch immer ein bisschen eingeschränkt. Trotzdem hast du vermutlich schon ein bisschen was von Lübeck gesehen. Wie gefällt es dir so auf Anhieb? Was sind so die ersten Dinge, die du schon gemacht und gesehen hast? Ja, wir wurden ja auch gleich im Team schon gut einbezogen, ne? Haben so eine Rundfahrt gemacht, dann mit den Frauen zusammen auch in der Stadt gewesen. So allzu viel Zeit bleibt tatsächlich nicht gerade in der Vorbereitung, aber es gibt schon Momente, wo man mal durch die Stadt gehen kann. Tatsächlich war ich noch nicht an der Ostsee. Das wird vielleicht noch kommen demnächst, ja, wenn meine Familie auch dazugezogen ist und der Hund dann halt auch mal seinen Auslauf vielleicht am Meer genießen will. Aber es ist ein richtig schönes Fleckchen hier. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl und ich freue einfach mich darauf, meiner Familie das hier zeigen zu können. Und die Wohnung ist inzwischen auch gefunden, hast du eben erzählt. Das ist ja schon mal irgendwie so auch ein ganz wesentlicher Schritt dann, um richtig anzukommen, oder? Ja, also ein Riesenschritt. Wir müssen halt dann unsere Zelte abreißen in Chemnitz und ist natürlich ein Riesenfaktor, dass du eine Wohnung hast, wenn du halt noch Kinder und Hund mit dem Schlepptau hast. Und dann sind wir einfach unfassbar glücklich, dass es jetzt geklappt hat, weil es war ein Riesenkampf und auch nochmal ein Dankeschön, ne, dass es so funktioniert hat über die sozialen Medien und jetzt kann es losgehen, aber die Hauptarbeit muss meine Frau noch leisten, zu Hause allein den Umzug wuppen. Wie schwer war es denn, deine Frau davon zu überzeugen, dass jetzt nochmal ein großer Umzug ansteht, auch in eine komplett neue Gegend? Das wird ja sicherlich auch dann nicht nur sportlich diskutiert, sondern auch familienintern diskutiert, oder? Ja, also Familie oder insbesondere Kinder verändern dann alles in dem Sport. Du hast einfach noch mehr Verantwortung und das muss alles wohl überlegt sein. Du hast natürlich dann noch Kita-Wechsel, der Große kommt nächstes Jahr in die Schule. Das sind alles so Faktoren. Die Eltern sind nicht unbedingt in der Nähe, die bedacht werden müssen. Meine Frau weiß aber auch, was das Geschäft mit sich bringt. Und da bin ich einfach auch unheimlich stolz und dankbar dafür. Aber natürlich ist es nicht einfach. Aber Lübeck, das als Stadt, das Paket, was hier für mich geschnürt wurde, das war einfach sehr, sehr gut. Und deswegen war der Schritt gar nicht so heiß diskutiert zu Hause, sondern dann relativ klar, was wir machen wollen. Was hast du denn bisher so in deinem sportlichen Leben von Lübeck und vom VfB mitbekommen? Auf der Lohmühle gespielt hast du, glaube ich, nie. Genau. Trotzdem registriert man wahrscheinlich so mal was. Was sind so die Dinge, die dir spontan in den Sinn kamen, als die Anfrage vom VfB kam? Also natürlich erstmal die Tradition, das ist als Fußballer ein Verein, den man einfach auf der Agenda stehen haben muss, wo man einfach weiß, dass dieser Verein schon auch höherklassig gespielt hat. Und man kennt halt das in den letzten Jahren leider so, dass die Traditionsvereine so ein bisschen an Saft lassen und dann in die unteren Ligen, die nicht mehr professionell betrieben werden, absteigen müssen aus irgendwelchen Gründen. Ich hatte immer aber Bezugspunkte hierher, weil ich immer Kumpels hatte, die hier mal gespielt haben. Alex Langer jetzt bei St. Louis trainiert Roman Bürki, war mein bester Kumpel zu Erfurter Zeiten. Mit Morten Rüdiger habe ich in Erfurt ein Jahr gespielt. Das war nicht allzu erfolgreich, aber da sind immer Berührungspunkte da gewesen. Aber tatsächlich, dass ich hier mal spielen konnte, es hat eine ganze Zeit gedauert oder es dauert ja immer noch an. Und da freue ich mich riesig drauf, dass ich das dann auch noch mal abhaken darf irgendwann von meiner Streichliste, in welchem Stadion ich schon überall gespielt habe. Genau, du wirst Spaß haben hier, da bin ich sicher. Was sind denn so die Dinge, auf die du dich nicht nur hier im Stadion, sondern auch allgemein in der dritten Liga in der nächsten Saison am meisten freust? Da bin ich ganz ehrlich, ich brenne darauf, gegen meine Ex-Vereine zu spielen. Das ist alles nicht schön auseinandergegangen. Das sind ganz besondere Spiele, da habe ich noch einige Rechnungen offen.
Und ansonsten gibt es unfassbar viele Highlights. Es gibt viele tolle Stadien, die vielleicht nicht unbedingt in die dritte Liga gehören, aber dann auch mit extrem hohen Fanaufkommen verbunden sind. Und zum Beispiel, jetzt darf ich es ja sagen, aber bei Dresden zu spielen, ist immer für einen Fußballer was ganz Besonderes. Ja, das stinkt bis zum Himmel, da zu spielen. Das muss man einfach so sagen. Und da gibt es einige Kaliber, einige Traditionsvereine, die vielleicht nicht unbedingt in die dritte Liga gehören, aber ihren Weg dahin gefunden haben. Und das Schöne an dieser Liga ist halt, dass es so eng ist, dass alles möglich ist in alle Richtungen, dass 10 um den Aufstieg spielen und 10 wahrscheinlich gegen den Abstieg. Und da geht es einfach zu den oberen 10 zu gehören und dann vielleicht auch Dinge möglich zu machen, von denen keiner rechnet. Aber dafür muss man halt erstmal seine Hausaufgaben erfüllen. Ja, du hast die Liga in den letzten Jahren oft erlebt, hast wahrscheinlich auch in beide Richtungen selber schon Erfahrungen gemacht, dass man nach oben gehen kann, mal nach unten gehen kann. Wie erlebst du denn die Mannschaft bisher? So, welche Qualität siehst du auf dem Platz? Auch wenn du das vergleichst mit dem, was du in dieser Liga auch schon erlebt hast. Also ich habe mir natürlich schon ein Bild von der Mannschaft vorher gemacht, weil man ja sowas auch abwägen muss, in welche Richtung das gehen kann und was man für eigene Ambitionen hat. Und da ist einfach unglaublich viel Erfahrung da. Also wenn man mal so vergleicht mit anderen Mannschaften, was wir dann halt auch doch an Zweitliga- und Drittliga-Erfahrung auf den Platz bringen können, das ist schon extrem viel. Und von daher ist halt auch die Trainingsqualität sehr, sehr hoch. Wir haben viele spielstarke Jungs dabei. Wir haben unheimlich viel Erfahrung, die damit gepaart ist. Und das zeigt sich dann natürlich auch immer wieder am Wochenende auf dem Platz, weil viele das halt dann nicht bringen können und die Erfahrung uns dann insgeheim halt auch hilft. Und deswegen die Trainingsqualität ist ja maßgeblich dafür entscheidend, was am Wochenende passiert. Und die ist sehr, sehr hoch und das ist auch sehr wichtig und sehr gut. Wie nimmst du es im Torwartteam wahr? Das ist ja auch immer auch eine schwierige Geschichte, weil am Ende kann nur einer von euch dreien spielen. Flo hat hier den Aufstieg mit geschafft. Du kommst als sehr erfahrener, renommierter Mann dazu. Dann ist noch ein Jüngerer mit Ambitionen dabei. Wie nimmst du diese Konstellation im Moment wahr und wie würdest du das für dich selbst definieren? Da muss ich auch also gleich Arvid als Torwarttrainer mit ins Boot holen. Es sind unheimlich viele Ambitionen im Torwartteam. Also ganz unterschiedlich. Aber es geht halt um sich weiterzuentwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das so die Basis für unsere Arbeit jeden Tag darstellt. Und deswegen ist es alles sehr kollegial. Wir verstehen uns alle gut miteinander. Aber natürlich wird auch um diesen Platz im Tor gekämpft. Und das muss auch so sein, weil Konkurrenzkampf dazugehört. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Es ist ein sehr, sehr gutes Arbeiten, dadurch, dass Arvid auch ganz neue Dinge mit einbringt, die ich gerne in den letzten Jahren dann halt auch gern so dabei gehabt hätte, aber es jetzt erst habe. Das ist eine kleine Umstellung für uns alle, aber macht uns alle nur besser. Kannst du es einmal kurz umreißen, was also neue Elemente auch für dich nach so vielen Jahren Torwart im Profibereich noch sind? Man muss einfach auch dazu sagen, dass die Qualität der Torwarttrainer auch sehr unterschiedlich ist. Die Oldschool und, nennen wir es jetzt mal New School Torhüter, dann schon extreme Unterschiede aufweisen. Und das war leider, muss man so sagen, insbesondere im letzten Jahr in Aue fürchterlich. Und da hat man mehr oder weniger, ob man dann jetzt ein verschenktes Jahr hat, möchte ich nicht sagen, aber es war schon so, dass da halt der Schritt, den man eigentlich gehen möchte, den man in einem Jahr braucht, um sich weiterzuentwickeln, der war nicht da. Und deswegen sind natürlich jetzt alle Elemente, die einfließen, diese Vielseitigkeit, insbesondere mit Videoanalyse davor, danach, das Coaching während des Trainings, nach dem Training, aber auch dieses Kollegiale, dass man miteinander reden kann, um die Belastung zu steuern, extrem wichtig und extrem gut. Und was ja auch entscheidend war, warum ich auch nach Lübeck kommen möchte. Und das ist alles gegeben, das ist sehr, sehr schön. Das ist ein sehr gutes Arbeiten und das wird uns alle voranbringen. Wie würdest du dich denn selber als Torwart charakterisieren? Früher haben alle gesagt, der hat nur Hände und keine Füße.
Mittlerweile hat sich das geändert. Ich spiele unheimlich gerne auch mit den Füßen mit. Ich möchte gern, ich sehe eher die Chance, ein Tor zu schießen, als jetzt auf Zeit zu spielen. Und das muss ich den einen oder anderen Moment auch gern mal eindämmen, weil es macht halt auch unheimlich viel Spaß, Tore zu schießen. Das wissen ja nun mal alle. Deswegen, ich beziehe mich gern mit ins Aufbauspiel ein. Ich bin mutig bei Flanken. Das ist mir wichtig, da einfach der Mannschaft zu helfen und auf der Linie habe ich schon immer meine Stärken gehabt, so würde ich mich jetzt einschätzen. Relativ komplett vielleicht ja, aber es gibt noch extrem viel Arbeit. Also es gibt noch so viel zu verbessern und deswegen ist es ein sehr ausgewogenes Spiel. So kann man das eigentlich ganz gut sehen. Als Torwart hast du ja noch einige Jahre vor dir, um auf diesem Niveau nochmal an dir zu arbeiten. Das wäre wirklich wünschenswert, ja. Wo wir dich als Torwart einmal charakterisiert haben, das heißt ja immer, Torhüter und Linksaußen haben auch einen kleinen Schuss. Hast du einen? Und wenn ja, welcher ist das? Puh. Ich würde tatsächlich sagen, es sind so, ich will nicht sagen, es ist Schizophrenie, aber du bist schon zwei unterschiedliche Menschen an der Arbeit und zu Hause. Ich würde mich ja schon sehr ausgeglichen zu Hause bezeichnen, aber sobald es auch darum geht, Punkte und auch Geld einzufahren, dann ändert sich das Gemüt halt dann auch schon mal ein wenig. Jetzt einen direkten Schuss habe ich nicht. Ich bin eigentlich ganz, ganz umgänglich in der Kabine auch und ganz freundschaftlich, aber ich kann auch unangenehm sein. Das wissen viele noch nicht und das muss auch nicht unbedingt passieren. Wollte ich gerade sagen, das müssen wir noch nicht erzwingen, dass wir das kennenlernen. Danke erstmal, Philipp Klevin, auf eine gute gemeinsame Saison. Bitte, gern. Ja.